Die Welt Hallo. Ist ungerecht. Gott sei Dank. Aber ich muss doch kriegen, was mir zusteht. Okay, sollst du haben. Den gerechten Lohn für deine vielen kleinen Lügen und deine großen Betrügereien. Den gerechten Lohn für deinen Egoismus und deine Nachlässigkeit. Und die Quittung für deine Habgier und dein ewiges... Seien wir froh, dass wir nicht immer das bekommen, was wir eigentlich verdienen. Seien wir froh, dass wir immer wieder Nachsicht erfahren und Vergebung und damit immer wieder die Chance, neu anzufangen. Ein liebendes Verständnis, wie es eine Mutter zeigt. Oder wie im berühmten Gleichnis vom verlorenen Sohn, der fürsorgliche Vater. Aus Liebe verzeiht er alles. Eine vorbildliche Haltung für die Kirche insgesamt und für jeden einzelnen Christen. Daran erinnert Papst Franziskus gerade im Jahr der Barmherzigkeit. Und er knüpft damit an eine kirchliche Tradition an, die jeden von uns zu tätiger Nächstenliebe aufruft, in ganz konkreten Werken der Barmherzigkeit. Den sogenannten leiblichen Werken und den geistlichen. Wer Hunger hat, klar, dem sollen wir was zu essen geben. Und wenn jemand nichts anzuziehen hat, dann schenken wir ihm was. Leute, die uns auf die Nerven gehen, versuchen wir trotzdem zu ertragen. Und hat man uns mal durchbeleidigt, ach, wir vergessen das einfach. Wenn aber jemand so richtig auf die schiefe Bahn geraten ist, dem können wir nur durch ganz klare Ansagen wirklich helfen. Wer tot ist, den beerdigen wir. Und wir beten für ihn. Genauso aber natürlich auch für die, die noch leben. Komplizierter verhält sich das mit den Verpeilten. Ist jemand nur ein bisschen durch den Wind, reicht es, mit ihm gemeinsam nach guten Lösungen zu suchen. Wenn's bei einem aber an wirklich allem fehlt, dann muss man erstmal richtig Grund reinbringen. Leichter ist das bei Gefangenen. Die freuen sich einfach über netten Besuch. Das tun die Kranken natürlich auch. Wenn jemand wirklich wenig hat, kann man ihm schon mal was zustecken. Und wer kein Dach über dem Kopf hat, ist dankbar, wenn wir ihm eine Wohnung verschaffen. Leuten beizustehen, wenn sie traurig sind. Auch das ist ein Werk der Barmherzigkeit. Es ist also gar nicht so übermäßig schwer, Barmherzigkeit zu üben. Nee. Zumal, wenn wir uns klar machen, dass wir selber immer wieder auf sie angewiesen sind. Bis zum Schluss. Und darüber hinaus.